Hi, mein Name ist Hannah und ich habe dieses grüne uniforme Lowboard gebaut. Meine Inspiration für dieses Lowboard war eigentlich mein Hobby, das Lesen. Ich wollte ein Möbel kreieren, wo ich die Möglichkeit habe, Bücher zu verstauen oder Magazine und trotzdem eben eine Sitzfunktion habe. Wichtig war mir außerdem auch noch, dass ich es sehr variabel hinstellen kann. Das Lowboard selbst hat 3 Schubkästen. Diese bieten eben den notwendigen Stauraum. Das ist Eiche, schwarz gebeizt und eben auch handgezinkt. Alles ist mit Tip-On grifflos gestaltet. Dementsprechend ist das Möbel an sich eher schlicht gehalten. Deswegen habe ich mich bei der Farbe für einen Eyecatcher entschieden. Das ganze Möbel ist lackiert in einem seidenmatten Lack. Und das Schöne hierbei ist, dass es eben einen Anti-Fingerprint hat. Dann geht es eigentlich jetzt auch schon an die Besonderheit der Konstruktion. Und zwar kann ich das ganze Möbel einmal zusammenschieben. Dann entsteht ein recht schlichtes Sideboard, wo vielleicht ein Fernseher drauf Platz nehmen kann. Das Lowboard lässt sich auch in ein Eckmöbel verwandeln, indem man den oberen Schenkel um 90 Grad drehen kann. Das Ganze funktioniert mit einem selbst kreierten Drehmechanismus. Man hat dann hier ein kleineres Kissen, was reingelegt werden kann zum Platz nehmen. Diese Sitzfläche ist außerdem mit einem Stahlgestell verstärkt. Das heißt, Gewichtsklassen jeglicher Art können sich da guten Gewissens draufsetzen. Eine weitere Besonderheit ist noch das Sockelgestell. Dieses habe ich so konstruiert, dass man auch im Nachhinein noch das Möbel an Unebenheiten anpassen kann. Wenn man die Schubkästen herausnimmt, ist unten drin eine Bohrung. Da kann man dann mit einem Imbus reingreifen und das gesamte Sockelgestell noch an den Boden anpassen. Denn gerade wenn man es mal eben hin und her schiebt, möchte man ja immer noch die Möglichkeit haben, da was nachzujustieren. Und dementsprechend war mir das noch sehr wichtig.